Payback 2017, es wird heimgezahlt, das Event voller Rache, das Event voller Rückzahlungen und so weiter. Der Pay-Per-View nach WrestleMania dieses Jahr, wo tatsächlich drei Matches auf der Card WrestleMania Rematches sind. Wir werden im Voraus drüber reden, wie ihr das in diesen Previews kennt oder von diesen Previews kennt. An meiner Seite, um das zu tun, ist der Björn. Ich grüße dich. Ja, hey yo, Mahlzeit zusammen. Ich hoffe, alles klar. Bei unseren Zuschauern und auch bei dir hoffentlich, Jonathan. Das ist auf jeden Fall optimal. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum. Wir reden einfach schön eine halbe Stunde über dieses Event. Und ich denke, sehr viel mehr gibt es da dann auch nicht zu sagen. Ein Raw-Pay-Per-View gibt aber auch einiges an Smackdown-Besetzung. In der Kickoff-Show ganz kurz abgehandelt. Enzo und Cass gegen Gallows und Anderson ist, denke ich, keine weitere Diskussion wert. Und Finn Balor wird mit The Miz in einem Segment sein. Miz TV, da kann sich vielleicht noch ein Match draus entwickeln. Finn Balor hat es nicht auf die Card geschafft, Björn. Naja, er hat ja auch keine wirkliche Storyline. Ne? Wird dann wahrscheinlich gegen Bray Wyatt gehen nach Brayback. Aber das sehen wir mal. Gehen wir zum ersten Match, was ich mir rausgepickt habe, was wahrscheinlich auch der Opener sein wird. Es geht um die Raw Tag Team Champion Titel. Ja, und die Hardy Boys, die bei WrestleMania die Titel geholt haben und da wiedergekommen sind, treten jetzt hier in ihrem zweiten Pay-Per-View-Match nach ihrer Rückkehr gegen Sheamus und Cesaro an, Björn. Ja, Hype. Also mal ernsthaft, das Match wird, glaube ich, echt ganz gut werden. Vielleicht, ja, der Schaustil des Abends, vielleicht wollen wir mal gucken. Ich bin vor allem sehr gespannt, was dort im Tag-Team zwischen Cesaro und Sheamus passiert. Denn ich glaube, da wurden zumindest die letzten zwei, drei Wochen so leichte Andeutungen gemacht, die man als Hardcore-Fan schon deuten kann, dass da vielleicht was in Richtung Sheamus und Turn passiert oder sowas halt. Und das ist auch meine Vermutung, die ich in diesem Match habe. Ich meine, die Hardy Boys werden hier verteidigen. Das sollte mehr oder weniger klar sein. Das wäre ja schon sehr, sehr übel, wenn sie jetzt hier direkt den Titel wieder verlieren würden. Und vielleicht kommen wir ja hier ja Richtung Split von Cesaro und Sheamus. Und so, dass die beiden dann ja sich untereinander nochmal in eine Best-of-10-Series prügeln können. Gott. Also ich denke, diese ganze Sheamus-Cesaro-Tag-Team-Konstellation, die läuft halt auf ein großes Ziel hinaus, und zwar ein SummerSlam-Match. Das ist das, was ich gerade vermute. Das ist so das Finale der beiden, wo sie nochmal richtig draufhauen. Ich meine, die hatten auch schon krasse Matches, die harmonieren im Ring miteinander sehr gut. Ob es jetzt gegeneinander ist oder als Tag-Team, die passen zusammen und sind für gute Matches zu haben. Das Tag-Team-Match hier wird auch ganz cool. Der Aufbau war jetzt nicht krass. Man verlässt sich ja noch so ein bisschen auf den Hype der Hardys, aber ja, mal sehen. Ich glaube, das Ding ist ganz klar zu tippen, und zwar für die Hardy Boys. Und Sheamus und Cesaro Richtung Split kann ich mir auch relativ gut vorstellen. Dein letztendlicher Tipp, Hardy Boys? Ja, Titelverteidigung. Da gehe ich mit. Wir gehen zum nächsten Match. Seth Rollins wird auf Samoa Joe treffen. Das Ganze gab es ja schon bei Fastlane. Jetzt hier nach WrestleMania nochmal in einem Aufeinandertreffen quasi. Ja, bei Payback. Ich glaube ja, dass man beide nicht verlieren lassen will, aber beide auch nicht gewinnen lassen kann. Also irgendwie muss man sich hier so ein bisschen rausbucken. Wenn ihr das Video gesehen habt von So würde ich Payback booken, dann habt ihr da ein mögliches Szenario schon gesehen? Double Countout, Double DQ, ein Brawl außerhalb des Rings und so weiter. Da hat man ja super viele Möglichkeiten. Ich glaube aber, dass es hier nicht sauber enden wird. Ja, das ist schwer zu sagen. Vor allem, wenn ich die Frage, wen du hier verlieren lassen willst. Und von daher macht es natürlich Sinn, wenn man keine von beiden verlieren lassen möchte. Das ist so die einfachste Variante, dann Double Countout zu machen oder sowas. Ich muss sagen, dieses Match, ich meine, es ist ein großes Match. Des Rollins gegen Samoa Joe. Hätte ich vor einem halben Jahr gesagt, boah geil, möchte ich es unbedingt sehen. Aber es catcht mich irgendwie gar nicht, irgendwie, was die beiden miteinander zu tun haben. Die Fehde läuft voll aneinander vorbei, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ja, findet so nebenbei, plätschert alles so ein bisschen her. Und prinzipiell ist es mir fast egal, wer von den beiden gewinnt, muss ich ja fast sagen, ne? Also man hätte halt durchaus mehr draus machen können. Übrigens, kleine Bemerkung am Rande. Bei Fastlane war es Samoa Joe gegen Sami Zayn. Das habe ich gerade ein bisschen messed up. Also das war wohl nicht ganz korrekt. Aber
Rollins und Jody hatten ja auch schon vor WrestleMania was miteinander zu tun. Joe für die Verletzung von Rollins Ja, die Verletzung, verantwortlich genau. gemacht. Und das ist ja das Ding, man hat diese reale Verletzung als Hintergrund, kann da eigentlich so viel draus machen, aber man macht halt nichts draus. So, Rollins hätte nicht antreten können, war verletzt und so weiter. Und es gibt zwar immer wieder Brawl-Sachen bei Raw, aber wirklich gut hat man diese Storyline nicht ausgearbeitet Ja, und und so. Samoa Joe ist überall beschäftigt. Das ist ja auch so eine Sache. Samoa Joe steckt ja momentan überall quasi. Und der hängt ja auch bei Kevin Owens und Jericho ab und zu drin und so. Das ist, ja, da hat man so den Fokus nicht auf diese reine Fehde zwischen Seth Rollins und Samoa Joe gelegt, was sich jetzt so ein bisschen rächt, weil zumindest bei mir ist es halt so, okay, sollen sie machen, was sie wollen. Ja, also fühlt sich nicht ganz heiß an zwischen diesen beiden, aber hoffen wir mal, dass das Match letzten Endes gut wird, weil das kann wirklich gut werden. Klingt nach so einem ROH Dream Match von vor 5 Jahren oder sowas. Und von daher sind beides gute Ringer und die können ein ansehnliches Match auf die Beine stellen. Aber allgemein ist ja bei Payback die Matchqualität jetzt nicht so in Gefahr, sondern eher das Drumherum. Aber mal sehen. Ja, die Gehen. reine Matchcard, wenn man sich die reine Matchcard jetzt nur anguckt, ohne Storyline, ohne alles, liest sich das fast besser als WrestleMania. Also von der Matchqualität, die man erwarten kann, sicherlich, ja. Das ist schon nicht schlecht. Aber halt leider, die Hintergründe fehlen halt manchmal leider so. Bei einem Match sind die Hintergründe aber gegeben. Und zwar ganz, ganz klar, das ist nicht Seth Rollins. Roman Reigns gegen Braun Strowman. Da ist nämlich wirklich eine Fehde, die halt, bei der man eigentlich alles, was wir vorher kritisiert haben bei Seth Rollins, Samoa Joe, hat man hier bei Reigns Strowman richtig gemacht. Und zwar eine Intensität aufgebaut, die richtig glaubwürdig ist, die wirklich auch die Zuschauer gespannt macht auf das, was als nächstes passiert. Ein Verletzungsangle, der gut ausgearbeitet wurde. Und letzten Endes geht jetzt hier Braun Strowman gegen Roman Reigns. Außerdem steht hier natürlich so ein bisschen das Fragezeichen dahinter, wer von den beiden tritt gegen Brock Lesnar als letztes an. Reigns, der den Taker besiegt hat bei WrestleMania, der ja noch krasser gestärkt wurde, als er sowieso schon gestärkt war. Und Braun Strowman, der auch im Aufbau zum ultimativen Monster hin ist. Wir hatten dieses Match aber tatsächlich schon mal, und zwar bei Fastlane, und da hat der gute Roman Reigns sich durchsetzen können. Björn war gar kein Fan davon. Also das Match zwischen beiden war da aber sehr gut und ich denke, das wird auch hier wieder ansehnlich werden. Hier glaube ich aber, dass sich Braun Strowman durchsetzt. Ja, ich war kein Fan davon gewesen, wie das Match ausgegangen ist. Von dem Match selber muss man ja sagen, dass da sowohl Roman Reigns auch Braun Strowman ja doch relativ überzeugt hatten. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das jetzt diesmal wieder sehr, sehr krass intensiv wird. Und ich glaube, alles andere ist langweilig. Also Roman Reigns gegen Braun Strowman ist echt etwas, in Anführungszeichen, wo ich mich zumindest darauf freue, das zu sehen. Ja, der Aufbau von Braun Strowman, das haben wir ja schon oft gesagt. Ich fand die Niederlage gegen Reigns damals ziemlich krass und unnötig. Diesmal wird er, zumindest glaube ich, dass sein Sieg bekommen, Braun Strowman, einfach nur um ja den Aufbau weiter zu haben, damit er gegen Lesnar gehen kann und dann dort von Lesnar in ja, Richtung Suplex City geschickt zu werden. Ja. Und Roman Reigns ist dann halt für Lesnar später vorgesehen und Roman Reigns wird dann halt anschließend seinen Match noch gegen Braun Strowman nochmal bekommen und sich dann mit Sicherheit auch dort hier durchsetzen, denn schließlich wissen wir ja, Millionen Fans sitzen da draußen und fiebern einfach mit, wie der arme, liebe, nette Kerl Roman Reigns sich denn gegen dieses böse, böse Monster Braun Strowman durchsetzen kann. Und du sitzt da wahrscheinlich dann auch zu Hause vor dem Fernseher und drückst dann Roman Reigns als Underdog die Daumen, oder? Ich weiß auf jeden Fall, was ich an diesem Abend ganz sicher nicht tun werde. Aber ist eine interessante Paarung und definitiv auch das potenzielle Match of the Night, denke ich mir. Also, das sind zwar nicht zwei Wrestler, die 25 Saltos zeigen, um hier wieder mal den Klassiker von dir zu bringen, aber die haben einfach eine krasse Backstory, zwischen denen ist Feuer und das wird einen Waldbrand auslösen. Also, wenn wir von Wald sprechen, können wir auch Braun Strowmans Bart ansprechen, der immer länger wird. Der erinnert da so ein bisschen dran. Also, Spaß beiseite, das ist großartig und wahrscheinlich das größte Match auch auf der Card, weswegen ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, dass das Headline, dass das Hauptmatch, dass das der Main Event wird. Ja, da wir ja den WWE-Titel eh nicht auf dem Spiel haben, konnte man das ohne Probleme als Main Event einsetzen. Und wenn man sich den Aufbau der letzten Wochen anguckt, wäre das mit Sicherheit auch verdient. Und ich meine, wenn dann Braun Strowman den Main Event
einen Moonsault vom obersten Seil zeigt gegen Roman Reigns und so das Match gewinnt, dann werden die Leute auch begeistert sein. Mal sehen, wie das dann wird. Ist auf jeden Fall so eins der Top-Matches auf der Card. Gehen wir von einem der Top-Matches zum lila Gürtel. Und zwar dem Cruiserweight-Champion-Titel. Neville verteidigt gegen Austin Aries. Eins von drei WrestleMania-Rematches, Björn. Ja, diesmal eventuell mit dem Titelverlust für Neville, Fragezeichen. Würde ja rein so eine Story jetzt so langsam Sinn machen. Ansonsten wäre natürlich dann Austin Aries dann jetzt auch erstmal wieder ja, quasi komplett raus aus der Sache. Das bin wirklich, also bei diesem Match bin ich wirklich gespannt, wie es ausgeht, weil ich halt wirklich nicht weiß, ob man hier ein Titelwechsel wäre, alles andere als unwahrscheinlich. Und aber ob es zu diesem kommt, also ich hätte auch kein Problem damit, Neville weiter als Champion zu sehen, aber seien wir mal ehrlich, ist das lila Brand, das sieht jetzt auch nicht so wirklich, oder? Ja, ist halt die lila Pause, die klassische und ich weiß nicht, Neville, also Neville ist wirklich noch derjenige, der dieser Cruiserweight Division so ein bisschen... Der macht einen guten Job, gar keine Frage, der macht einen guten Job, aber es bringt halt nichts, wenn jemand einer einen guten Job macht und der Rest aber vollkommen interessant ist, so dass es dich einfach nicht selber packt. Namen, den ich hier reinwerfen würde, wäre Kalisto, der gegen, oh sorry, jetzt schmeiße ich hier Bleistifte durch die Gegend, der gegen Neville gehen könnte. Kalisto, Neville ist halt so eine Fehde, die ich in Zukunft als gut möglich erachte und ich weiß nicht, wenn man hier den Titel wieder wechseln lassen will, kann man das sicherlich tun, kann Austin Aries hier in diesen Spot pushen. Er ist auch sicherlich ein Mann, der das verdient hat und der diesen Brand auch tragen könnte, aber da muss sich dann halt auch noch ein bisschen was entwickeln. Also sein Anfangshype, den er hatte, ist halt abgeklungen und dann war halt nicht mehr so viel und Neville ist halt konstant einfach am Abliefern und der ist halt so einer der Hauptsäulen bei der Cruiserweight Division. Von daher würde ich ihn, also wäre ich fast ein Fan davon, wenn er hier verteidigt nochmal, aber ich kann mich natürlich auch irren, ich tippe aber trotzdem auf Neville. Gut, ich tippe dann auf Austin Aries, weil es einfach die WWE dann einfacher hat, die nächste Zeit zu buchen. Dann kann man erstmal schön ein Rematch wieder gegen Neville bringen und nachdem man Neville dort auch wieder verloren hat, dann kann man ja noch gegen TJ Perkins gehen, der ja auch jetzt Heel ist und ich sag mal, Austin Aries holt sich hier den Gürtel. Okay, dann das also unsere Tipps für dieses Match und für die kommenden Programme. Wir gehen zum Frauentitel und zwar trifft hier Alexa Bliss auf die Raw-Frauentitelträgerin Bayley. Die beiden hatten eine mehr oder weniger hitzige Rivalität nach WrestleMania. Bei WrestleMania gab es ja dieses Fatal 4-Way-Match, da war Bliss nicht ansatzweise involviert. Sie hat sich dann als Number One Contenderin etabliert und ja, hat dann hier diese Titelchance quasi verdient. Die Frage ist jetzt bloß, wie schafft man es, wovon ich definitiv ausgehe, dass man eben Bayley verteidigen lässt, aber wie schafft man es im gleichen Match noch Bliss wirklich gut darzustellen, weil die lebt halt wirklich von ihren Siegen und ist auch eine glaubwürdige Heel-Frau im Roster. Wenn sie jetzt hier verliert, weil sie ja gerade eben so over ist, würde ihr das, denke ich, schon sehr, sehr schaden. Aber Bayley hier den Titel verlieren zu lassen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, Bayley jetzt den Gürtel wieder abnehmen zu lassen, ich möchte nicht sagen, mir wäre es fast egal, weil ich halt irgendwie diese Regentschaft von Bayley ja nicht so geil finde, wie sie hätte sein können und sie mich einfach nicht so catcht. Und ich gebe dir vollkommen recht, wahrscheinlich wäre es auch ein bisschen früh, Alexa Bliss jetzt schon den Gürtel zu geben. Auf der anderen Seite darf man sie natürlich jetzt alles andere als schwach darstellen lassen. Da kommt natürlich sowas wie ein Eingriff oder irgendwas anderes natürlich immer in Frage. Aber da ist jetzt momentan auch außerhalb nicht viel zu sehen. Ich meine, Sascha Banks wird ja jetzt wohl nicht am Ring sein. Und Sascha Banks wird wohl auch nicht irgendwie ein One-In machen und gegen Bayley eingreifen. Das wäre dann doch irgendwie ein bisschen aus dem Himmel gegriffen. Und ja, gespannt, wie sie das lösen werden. Ich glaube auch nicht, dass es das letzte Match zwischen Bayley und Alexa Bliss sein wird. Vielleicht tut ja Alexa Bliss irgendwas Heeliges auspacken, was aber der Ringrichter dann sieht und sie dann disqualifiziert und dann mit so einem unrühmlichen Ende das auch wieder nicht zu Ende gehen soll. Dann haben wir dafür einen Grund für ein Rematch. Oder ich glaube auch, dass wir hier zumindest kein cleanes Finish bekommen. Oder zumindest kein Finish, ja, was die Serie beenden wird oder irgendwas halt so. Von daher wird irgendwas Unsauberes passieren. Oder auch hier ein Double Count und alles möglich. Ja, Bayley wird wahrscheinlich am Ende den Gürtel noch behalten und Alexa wird dann eine weitere Chance erhalten.
Kann ich mir durchaus vorstellen, dass also hier so die Perspektiven, die es gibt, Bailey. Um dann auch was aufzubauen mit Sascha Banks, wo man dann beim nächsten Mal ein Triple Threat rausmacht oder irgendwas. Und dann kommt vielleicht der Turn von Sascha gegen Bailey und sowas halt, wo man dadurch Alexa gewinnen lässt oder keine Ahnung, was halt so. Da sind einige Möglichkeiten, die es da gibt, die es da geben wird. Hat so natürlich jetzt beide in der Single-Paarung. Sollte man auch nicht zu lang machen, wie ich finde, weil Bailey gegen Alexa Bliss ist, könnte man ohne Probleme auch auf SummerSlam-Karte haben. Findest du? Ja. Hui. Also Alexa Bliss hat es auf jeden Fall mehr als verdient. Und wenn Bailey jetzt einmal schafft, ja, gute, also nicht, also sie hat ja keine schlechten Face-Reaktionen, aber sie bringt ja auch, ich meine, sie hat halt dieses, also dieses Gimmick, was sie von NXT mit hoch nach in Main Roster gebracht hat, das verkörpert sie meines Erachtens noch nicht stark genug halt so. Ja, sie ist halt Main Roster nicht einmal diese krasse Außenseiterin gewesen oder irgend sowas halt. Und dementsprechend finde ich auch, dass die Reaktionen für Bailey mittlerweile extrem nachgelassen haben. Und Alexa Bliss ist halt nun mal das böseste Vibe, was wir momentan so im Roster rumlaufen haben. Und das passt dann natürlich auch, um Bailey weiter over zu kriegen. Also Bailey ist halt wirklich mittlerweile so ein bisschen unsympathisch geworden, finde ich fast. Nicht durch das, was ihr Charakter macht und so weiter, sondern einfach durch ihre Einsetzung. Weil sie, wenn man das vergleicht mit NXT, wo man sie so geliebt hat einfach, und dann kommt sie zu Raw und ihr Charakter wird halt so ein bisschen, ich möchte nicht sagen verschandelt, aber trotzdem geht's halt in eine eindimensionale Richtung und sie ist diejenige von nebenan, die Wrestlerin werden konnte und so weiter und diese ganzen Stories, die wir 500 Mal erzählt bekommen. Und dann sind ihre Promos bei Raw auch nicht so authentisch gewesen. Man hat sie halt in diesen In-Ring-Promos ständig eingesetzt und vielleicht lag es auch an ihrer Nervosität vor der riesen Crowd oder was weiß ich, aber die hat sie nicht ansatzweise so authentisch rübergebracht, wie man das bei NXT von ihr gewohnt war. Alexa Bliss auf der anderen Seite delivert so krass in letzter Zeit. Das ist unglaublich, was die am Mikrofon macht, was die auch an Glaubwürdigkeit mitbringt. Authentisch in ihrem Charakter wie sonst was. Und trotzdem fehlt eben Alexa Bliss, die wrestlerische Fähigkeit, beziehungsweise ist sie recht solide im Ring, sie eben noch nicht für so ein 20-minütiges Frauenmatch bereit ist. Ob man das sein muss, um auf der SummerSlam-Card um den Frauentitel in einem Singles-Match anzutreten, das kann man anzweifeln, ist mir auch völlig bewusst, aber ja, kann man sich drüber streiten. Bayley gegen Alexa Bliss, das auf jeden Fall. Dieses Match bei Payback, wir tippen auf Bailey, die hier den Titel verteidigen wird. Alexa Bliss, hoffen wir, dass die in Zukunft weiterhin ja gut dargestellt wird und auch ihr Momentum behalten kann. Denn die Frau hat noch eine riesige Zukunft und riesiges Potenzial. Dann gehen wir zu einem der größten Matches auf der Card und zu einem Match, auf das ich mich persönlich auch sehr freue, einfach weil es ein Abschied ist. Es ist ein United States Champion Titel Match und das ist vor allem ja der Abschluss einer sehr, sehr starken Fehde. Und zwar Kevin Owens gegen Chris Jericho. Ein Aufeinandertreffen, das wir schon bei WrestleMania gesehen haben, das zwar groß vor WrestleMania aufgebaut wurde, letzten Endes aber nicht da wirklich so abliefern konnte, wie man es vielleicht erwartet hat. Es ist relativ untergegangen auf der Mania-Card, war zwar ein gutes Match, aber für diese große Fehde, die es im Voraus gab, habe ich mir fast ein bisschen mehr erhofft. Und genau dafür ist jetzt Payback da. Genau dafür. Und ich denke, der Name Payback passt auch perfekt zu dieser Fehde, obwohl es kein Payback geben wird. Denn uns ist, denke ich, beiden klar, Björn, dass der gute Kevin Owens den Titel behält. Denn der Titel heißt ja auch quasi, der Gewinner geht zu SmackDown mit dem Titel und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin Owens hier verlieren wird. Jericho geht ja dann in eine Pause. Von daher gibt es hier sehr, sehr viele Dimensionen in diesem Match. Also ich gehe davon aus, dass Chris Jericho gewinnt, zu SmackDown wechselt und dann erstmal ein halbes Jahr mit den Gürtel, mit den Fossies auf Tour geht und der Titel dann nicht mehr in der Show ist. Nee, Quatsch, natürlich, klar. Ich meine, jeder weiß quasi, worauf das hinausläuft. Ich meine, wenn man natürlich weiß, dass Chris Jericho nach Payback erstmal wieder eine längere Auszeit hat und dann vermutlich erst so gegen SummerSlam-Zeit wieder zurückkehren wird, dann ist natürlich klar, dass jetzt ein Chris Jericho nicht den Titel gewinnen wird, nicht zu SmackDown wechseln wird und dort jetzt ein Title One hinlegen wird. Von daher
wird das Kevin Owens auch machen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich muss sagen, wie man Kevin Owens momentan bei SmackDown jetzt darstellt, finde ich großartig. Chris Jericho bei War ist natürlich richtig großartig, auch großartig aufgehoben. Den wird man auch vermissen, aber zum Glück hat man bei War momentan genug Faces, dass man ihn zumindest rein von der Persona her ersetzen könnte, ja, auf der Face-Seite. Und ja, die Fehde, du sagst es gerade so, bei WrestleMania ist es so ein bisschen untergegangen. Jetzt werden wir hier mit sicher nochmal ein richtig schönes, hartes Match zu sehen bekommen, wo sich aber am Ende dann halt natürlich Kevin Owens durchsetzen wird. Vermutlich, ich weiß gar nicht, ob Kevin Owens das Match jetzt unbedingt jetzt auf gewinnen wird oder ob es vielleicht nicht darauf hinauslaufen wird, dass er einfach nur Chris Jericho komplett zerstört, weil nicht zwei, drei Turnbuckle-Powerbombs verpasst oder so, halt so, dass man Chris Jericho halt einfach so schon aus den Shows einfach rausschreibt. Ja, kann ich mir vorstellen. Also irgendwas wird auf jeden Fall passieren, dass man ihn rausschreiben wird. Hoffe ich zumindest. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach sagt, yo, Jericho gewinnt und dann ist er gar nicht mehr da und es wird einfach nichts mehr dazu gesagt. Fände ich aber relativ schade. Also irgendwie einen kreativen Hintergrund soll es dazu schon geben. Ich denke, dieses Match hat den Vorteil, dass es einfach nicht auf so einer vollgepackten großen Pay-Per-View-Card ist, sondern dass es bei einem B-Pay-Per-View ist und deswegen auch im Spotlight stehen kann. Vielleicht sogar die Show stiehlt, also 20 Minuten, ein potenzieller Klassiker zwischen den beiden nach dieser Riesenfehde. Das erhoffe ich mir halt schon irgendwie, beziehungsweise erwarte ich es nicht, weil wenn man einen Klassiker, ich sag mal so, im Wrestling sollte man nie einen Klassiker erwarten, aber die beiden können da, denke ich, schon krass delivern. Und ich würde mich freuen, wenn sie das tun. Kevin Owens, unser Tipp für die Titelverteidigung. Björn, noch irgendwas dazu? Sonst gehen wir zum letzten Match der Matchcard in einem Haus. In einem Haus? House of Horrors! Glaubst du, es findet nicht in der Halle statt? Ja, komm, lass uns zum Horror kommen. Randy Orton und Bray Wyatt hatten bereits ein großes Match bei WrestleMania auch schon vorher im Jahr 2016 aufeinandertreffen. Hier jetzt also das hoffentlich letzte Match der Fehde, die ja sehr, sehr eigenartig war. Ein WWE-Titelprogramm, das sich gewaschen hat. Ja, oder im... Oh, come on. So scheiße war es gar nicht. Ich wollte gerade eigentlich einen Witz bringen, und zwar, dass sich gewaschen hat oder in Sachen Bray Wyatt vielleicht auch nicht. Aber... der war nicht so gut. T-Shirt, da hat man auch gewaschen. Bitte? Also Luke Harper hat's geholfen, weil er hat ein neues gewaschenes T-Shirt jetzt an immer. Ja, das ist ganz stylisch und ja, der ist auf jeden Fall gut bedient damit. Zwar immer noch den etwas unhygienisch anmutenden Bart, aber ein neues Kleidungsstück am Start. Orton gegen Wyatt, House of Horrors. Wir wissen nicht, was diese Stipulation aussagen soll. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Aber wir wissen, dass es hier nicht um den WWE-Titel gehen wird, obwohl der WWE-Champion drin ist, Randy Orton, hier im Match. Jinder Mahal hat ja seinen Gürtel geklaut bei SmackDown und das wird man wahrscheinlich oder vermutlich jetzt als Grund nehmen, dass der Titel nicht verteidigt werden kann. Aber machen wir uns nichts vor, dieses Match ist halt einfach schon sehr, sehr skurril und ich hoffe einfach, dass das nicht irgendein Quatsch wird, sondern dass das wirklich nochmal ein schöner Abschluss für eine in meinen Augen sehr krass abgestürzte Fehde wird. Also erstmal zur Fehde selber. Ich selber fand sie fast mit das Positivste, was wir in letzter Zeit bei der WWE hatten. War auch klar, war natürlich teilweise echter Crap dabei, das mit den Hausabfackeln und so. Aber es war auch gleichzeitig ein bisschen episch und es war das, was wir halt nicht jede Woche zu sehen kriegen, halt ist diese Standard 0815 WWE-Gedöns-Fehde, ja. Und von daher fand ich das schon eine coole Abwechslung und muss sagen, die Fehde war ganz cool. Die Matches, die wir hatten, waren natürlich Bullshit. Ich muss gerade an WrestleMania nochmal denken, mit diesen komischen Einblendungen, die man da im Ring gemacht hat und sowas halt. Das war ja wirklich, also es hat alles andere als dem Match gut getan. Ich meine, das Match war schon so nicht gut gewesen, aber das hat einfach dass die den ganzen noch einen Deckel oben drauf gesetzt, dass man wirklich gesagt hat, boah, was ist das für ein Crap, den wir uns hier gerade angucken? Und dafür muss man sich ja quasi fast schämen. Und ich hoffe einfach, dass das House of Horrors Match jetzt ja mehr oder weniger fast einfach ein Hardcore-Match wird. Ja, ich meine, klar, dann werden halt keine Reißnägel eingesetzt, sondern weiß ich nicht, dann wird halt Bray Wyatt auf Randy Orton in Maden reingeschmissen oder so. Keine Ahnung, was die da machen werden, ja. Oder was sie da vorhaben. Ich hoffe einfach nur, dass sie halt keinen kompletten Bullshit daraus machen und wieder komplett 100% quasi wieder
ja, overbooken und es einfach übertreiben, weil wenn sie es übertreiben, wird es meistens lächerlich und lächerlich darf es einfach nicht wirken. Und ja, ich hoffe, dass die WWE da ein ordentliches Maß findet, befürchte allerdings Schlimmes und glaube, darüber werden wir in der Review echt einiges zu erzählen haben. Ich hoffe, einiges Positives. Ich glaube allerdings, dass es ziemlich, ja, also ich glaube, es wird ein ziemlicher Crap werden, wenn ich ehrlich bin. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich erwarte mir hier einfach ein richtiges Trash-Match und nicht unbedingt was sehr Unterhaltsames. Ich denke auch nicht, dass das das Hauptmatch wird, sondern wie gesagt, dass Reigns Strowman im Main Event ist. Aber wir besprechen das jetzt trotzdem als letztes, weil hier der WWE-Champion drin steht, Randy Orton. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt man dieses Match um, diese Stipulation, von der man sich so irgendwie gar nichts vorstellen kann. House of Horrors, das Haus des Grusels, irgendwie sowas. Also es ist auf jeden Fall ein Haus anscheinend, vielleicht irgendein Käfigding mal Käfig? wieder. Käfig, ja, würde ich auch sagen. Also ich gehe davon aus, dass es ein Käfig sein wird, weil es muss ja irgendwie, ein Haus muss ja irgendwie dargestellt werden, dann wird es wahrscheinlich ein Käfig sein. Vielleicht ist der Käfig, ja okay, Mantel kann man natürlich gar nicht machen, dann sieht das Publikum ja nichts mehr, ist natürlich auch doof. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wir wissen ja schon damals mit dem Dean Ambrose-Match, wo man dieses, wie hieß es damals noch, das Dean Ambrose-Match gegen Chris Ambrose Jericho? Asylum Match. Das Ambrose Asylum Match. Ich denke, sowas Ähnliches wird es auch hinauslaufen, dass wir halt den Käfig da haben und dann werden da halt verschiedene eklige Sachen hängen. Keine Ahnung, was halt. Und ja, ich glaube, Bray Wyatt wird dieses Match gewinnen. Ich meine, es geht eh nicht um den WWE-Gürtel. Und sprich, es ist vollkommen egal, wenn Bray Wyatt gewinnt, er ist danach nicht der Champion. Und das ist schon ein Grund für mich, warum wahrscheinlich Bray Wyatt auch gewinnen wird. Vielleicht sehen wir ja diesmal, ich träume ja immer wieder davon, dass wir vielleicht diesmal ja Sister Abigail zu sehen bekommen. Aber vermutlich wird es dann doch wahrscheinlich nur Eric Rowan sein, der dann für Bray Wyatt an der Seite steht und für die Entscheidung sorgen wird, dass halt nicht Randy Orton der Sieger dieses Matches sein wird. Kann natürlich sehr gut sein. Ich hoffe einfach auf einen Sieg von Bray Wyatt. Und der sollte auch relativ dominant sein, weil stell dir mal vor, Randy Orton, es geht hier nicht um den Titel oder irgendwie sowas. Randy Orton besiegt Bray Wyatt bei WrestleMania clean. So, nach 10 Minuten einfach nothing special. Und er besiegt ihn nicht nur bei WrestleMania, sondern auch noch beim folgenden Pay-Per-View Payback in seinem Rematch in Bray Wyatts eigener Matchart. Das wäre wirklich so. Also, der ist ja schon relativ weit unter der Erde, ist ja schon relativ geburied, aber das wäre wirklich nochmal so. Nochmal eine Baggerschaufel obendrauf. So, also ohne Witz, das kann man nicht bringen. Und ich hoffe einfach, dass man Wyatt hier am Ende oben stehen lässt. Das wäre ganz, ganz wichtig für ihn. Aber am Ende wissen wir das nicht und können nur abwarten. Das gilt für diesen ganzen Pay-Per-View. Randy Orton gegen Bray Wyatt. Ich tippe persönlich auf Randy Orton, weil ich einfach nie wieder für Bray Wyatt tippen kann. Weil, wenn man die Historie von dem kennt, dann, ja, kommen einem die Tränen als Bray Wyatt-Fan. So oft, wie der schon verlieren musste. Der redet und redet und redet in seiner gruseligen Art und Weise. Die Leute hören mittlerweile überhaupt nicht mehr zu. Und ja, dann verliert er eben ein Pay-Per-View. Dann sagt er, okay, ich habe verloren, aber Run und irgendwie sowas. Und dann verliert er wieder. Und so geht das halt immer weiter. Der ewige Teufelskreislauf. Was ja auch ein bisschen zu seinem Gimmick passt. Aber naja, gut. Payback 2017, Björn. Noch irgendwas loszuwerden? Nö, ich freue mich trotzdem ein bisschen auf den Pay-Per-View. Ich meine, das sage ich selten vor einem Pay-Per-View halt, aber ja, WrestleMania war halt so in Nachbetrachtung immer noch eine relativ große Enttäuschung und jetzt nach Payback vor allen Dingen geht es dann hoffentlich, ja, mit vielen neuen Schwung weiter. Das, was ich eigentlich schon nach WrestleMania erhofft habe, aber da kam mal dann dieser Superstar-Shake-Up dazwischen. Und ja, wenn wir jetzt Payback hinter uns haben, sage ich, es ist jetzt keine Freude, das zu wissen, das geht jetzt 3 Stunden lang oder was, aber ich glaube, wir werden zumindest 2, 3 coole Matches haben. Sag ich, freue mich auf das Tag Team Match, ich freue mich auf Reigns gegen Strowman und auch Seth Rollins gegen Samoa Joe kann extrem geiles Match werden, je nachdem, wie viel Zeit sie kriegen und sowas. Ja, und der Rest ist dann halt Füllermaterial, wie wir es aber auch halt von Pay-Per-View-Karten gewohnt sind und die es auch einfach geben muss. Und rein von der Matchcard her ist das echt sehr, sehr vielversprechend. Und wir wissen ja, wrestlingmäßig wird die WWE abliefern. Ja, was natürlich dann storymäßig bei rumkommt, das werden wir dann am Sonntag früh besprechen. Am Nee, am Montag Montag früh, früh. meinst du? Am Montag früh, genau. Genau, es wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sage ich mal, eine Live-Review zu Payback geben. Ich kann aber jetzt auch schon wahrscheinlich verraten, dass für den nächsten Pay-Per-View Backlash, das ist ja am 21. Mai, also in einem Monat, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, eine Live-Review zu machen.
Also, das haben wir ja die letzten Pay-Per-Views so relativ konstant eigentlich geschafft, aber Diesmal bei. können alle einschalten, denn am Montag ist ja frei. Richtig, am Montag ist 1. Mai. Also gönnt euch das gerne. Und ja, ich bin am 1. Mai dann dabei, für mein Mathe-Abi zu lernen, das dann am 3. Mai stattfindet. Da freue ich mich ja schon ganz besonders drauf. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Wir hören uns bei der Review wieder hoffentlich, beziehungsweise sehen wir euch da hoffentlich im Chat oder später in den YouTube-Comments. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Reingehauen.